Leute, heute gibt es nach lange mal wieder ein Fortnite-Skin-Kombination-Video. Und zwar kombiniere ich heute den Vollstrecker-Skin, aka Roadtrip-Skin, mit den verschiedensten Backblinks und zeige euch heute einfach die meiner Meinung nach 6 coolsten oder ja heftigsten Fortnite-Skin-Kombinationen. Wenn du jetzt noch neu auf meinem Kanal bist, habe ich für dich sogar noch eine kleine Challenge. Schaffst du es außerdem in den nächsten 3 Sekunden meinen Kanal zu abonnieren? Wenn ja, dann schreibst du einfach mal mit der Hashtag Glocke aktiv runter in die Kommentare. Und jetzt will ich einfach sagen, viel Spaß mit dem Video, fangen wir an und let's go. Skin-Kombination Nummer 6 ist auf jeden Fall der Roadtrip-Skin mit dem Katalysator-Rucksack. Und Leute, diese Kombination finde ich mega, mega nice. Allein schon wegen dieser Antenne hinten auf dem Rucksack passt das einfach mega krass. Auf jeden Fall, diese Antenne auf dem Backbling steht, wie gesagt, dem Roadtrip-Skin sehr, sehr gut, finde ich jetzt. Und mit dieser gräulichen Farbübereinstimmung passt das einfach super zusammen. Dieser Backbling hätte auch zu diesem Roadtrip-Skin am Anfang auch zugehören können, finde ich jetzt. Leute, schreibt dazu mal eure Meinung runter in die Kommentare, wie ihr diese Kombination findet. Ich finde sie mega nice mit diesem gräulichen und mit dieser Antenne. Leute, passt es einfach mega gut zusammen. Das war jetzt Skin-Kombination Nummer 6. Skin-Kombination Nummer 5 ist der Vollstrecker-Skin mit der Kuschelschleife. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, diese ganze Kombo ist etwas schlichter gehalten. Trotzdem feiere ich sie extremst. Die Kuschelschleife ist ja ein Teil des Royal Romantic Sets, was ich echt schon feiere. Also dieses Royal Romantic Set ist einer meiner Lieblingssets in Fortnite. Und ja, wie gesagt, dieses Grau auf dieser Schleife stimmt mit dem Grau von der Kapuze von dem Vollstrecker-Skin komplett überein und diese beiden Sachen passen einfach super zusammen, Leute. Vielleicht stellt es so symbolisch vielleicht ein Geschenk dar, weil der Vollstrecker-Skin ja kostenlos für die Leute war, die sich den Battle Pass gekauft haben. Also vielleicht soll es wie so ein kleines Geschenk sein von Epic Games. Auf jeden Fall finde ich diese beiden Gegenstände oder ja, Sachen passen mega gut überein. Ja, und ich finde generell, das ist wieder eine super Kombination. Schreibt eure Meinung dazu mal wieder runter in die Kommentare und ich finde, diese Kombination hat locker den Platz 5 verdient. Skin-Kombination Nummer 4 ist der Vollstrecker-Skin mit der dunklen Materie. Und die dunkle Materie ist ja ein Teil des Weltraumforscher-Sets. Das Ganze konnte man, glaube ich, im Battle Pass von John Wick bekommen. In dieser Kombo sind nämlich ein paar nice Kleinigkeiten versteckt. Schaut euch jetzt mal den Rucksack an. Da sieht man ja eine orange und vor allem eine blaue Animation. Und Leute, schaut euch mal die Augen von dem Roadtrip-Skin an. Die sind ja komplett blau, oder? Die sind blau. Die Augen sind blau von dem Roadtrip-Skin. Und Leute, hinten ist ja auch diese blaue Animation. Und ich finde deswegen vor allem passt es auch mega gut zusammen. Alles ist wieder etwas dunkler und schlichter, sage ich mal, gehalten. Aber trotzdem wieder mit dieser Antenne und mit dieser nice blauen Animation hinten am Rucksack und an den Augen passt es einfach 1A zusammen. Die dunkle Materie ist eh schon einer meiner Lieblingsrucksäcke, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja der Rucksack vom dunklen Reisenden und allein schon deswegen musste die dunkle Materie eigentlich schon in dieses Video rein, weil ich sie einfach schon extremst so feiere und ich habe einfach so getestet. Sie passt einfach krass zu dem Roadtrip-Skin. Leute, jetzt kommen wir sogar schon zu dem Podest. Und zwar besteht die Skin-Kombination Nummer 3 aus dem Vollstrecker-Skin und den Schwingen der Lieben. Die Schwingen der Lieben ist ja ein Teil des Royal Romantic-Sets wieder, was ich, wie gesagt, schon extrem feier. Also dieses Royal Romantic-Set ist einfach Legende. Auf jeden Fall finde ich, diese beiden Kombinationen passen mega gut zusammen. Leute, diese Flügel an diesem Roadtrip-Skin sie sehen einfach doch krass aus. Ihr könnt mir doch nichts anderes erzählen. Wenn ja, schreibt es mal runter in die Kommentare, aber ich denke nicht. Leute, das schaut aus wie so ein Superheld, der so Flügel ausklappen kann. Ich weiß auch nicht. Ich feiere diese Kombination anders. Also diese Kombination nimmt sich nicht viel von meinem ersten und zweiten Platz. Aber der erste Platz ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber Leute, zieht euch das nochmal rein. Das schaut doch sick aus, oder? Die Flügel, ich finde die Flügel passen einfach mega gut zu diesem Roadtrip-Skin. Vor allem haben diese Flügel auch dieses Grau von dem Gesicht vom Roadtrip-Skin. Also das ist auch so eine Farbübereinstimmung, die ich echt feiere. Ich finde auf jeden Fall, diese Kombination hat auf jeden Fall den Platz Nummer 3 verdient. Wenn du außerdem zu den verschiedensten Skins nochmal Skin-Kombination-Videos sehen möchtest, drop mir jetzt nochmal ein Abo, würde mich extrem freuen und schreib es vor allem mal runter in die Kommentare, damit ich es auch weiß. Aber wie gesagt, drop mir jetzt nochmal ein Abo, würde mich extrem unterstützen. Für dich ist es nur eine Sekunde und für mich bedeutet jedes Abo mega, mega viel und deswegen würde ich mich nochmal mega über ein Abo freuen. Und jetzt machen wir sofort mit Platz Nummer 2 weiter. Leute, Skin-Kombination Nummer 2 ist auf jeden Fall der Vollstrecker-Skin mit dem Kolonietornister. Und die Kolonietornister
Influencer konnte man ja bekommen, wenn man mit dem Blockbuster-Skin freigeschaltet hat. Das heißt, die beiden Skins ähneln sich ja allein schon durch die beiden Herausforderungen. Die konnte man ja beide bekommen, wenn man jeweils in der Season 5 und in der Season 6... Damit bist du verblödet oder bist du verblödet? Die beiden Skins konnte man ja bekommen, wenn man sowohl in Season 4 als auch in Season 5 jetzt 7 wöchentliche Herausforderungen abgeschlossen hat. Und das konnte man, wie gesagt, alles nur vom Battle Pass bekommen. Ich feiere das. Also ich feiere das. Die beiden sind auch, sage ich mal, gleich selten, die beiden Items. Und Leute, zieht euch das. Ich feiere vor allem bei dieser Kombo diesen Umhang da hinten. Ich finde, der steht dem Vollstrecker-Skin mega, mega gut. Nur diese Pumpe oder was das da hinten sein wird, ich weiß nicht, dieses Rötliche, das passt nicht ganz dazu. Und dieses Hellblaue passt auch nicht ganz, weil es halt eine bisschen andere Farbe ist. Aber trotzdem, ich finde den Umhang einfach mega krass. Und auch allein schon wegen dem Hintergrund, dass man die beiden Skins nur bekommen hat, wenn man 7 wöchentliche Herausforderungen in der jeweiligen Season abgeschlossen hat, finde ich, musste ja dieser Backbling nochmal hier in dieses Video rein. Wie gesagt, feiere ich, das war Platz 1. So, jetzt flippt aber irgendjemand hier aus! Und Leute, was denn... Was soll Platz 1 sein? Jetzt mit Platz 1. Viel, viel Spaß. Platz Nummer 1 ist nämlich der Vollstrecker-Skin mit dem eisernen Käfig. Und der eiserne Käfig ist ja ein Teil des Nimmermeer-Sets, Leute. Das konnte man mit dem Rahmen-Skin bekommen. Der war jetzt auch schon, glaube ich, des Öfteren im Shop. Oder war der nur einmal? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Leute, diese Kombination ist mega krass. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich feiere das. Ich feiere das einfach komplett. Allein schon mit diesen Federn, finde ich, die stehen dem Roadtrip-Skin einfach so unglaublich hinten. Der schaut dann nochmal etwas gefährlicher aus, vor allem wenn man den von vorne sieht, stechen noch ein paar Federn so im Hintergrund hervor. Das feiere ich extremst und ich finde auch dieser Käfig, ja, das heißt der eiserne Käfig, dieser eiserne Käfig steht dem einfach voll. Diese Metallringe passen einfach komplett auf den Rücken von dem Roadtrip Skin und auch diese Stacheln da hinten, ist einfach eine, das ist mit die beste Kombo, die ich bis jetzt in meinen vier Skin-Kombination-Videos vorgestellt habe. Also das ist mit die geilste Kombo, die ich bisher hatte, Leute. Jetzt zeige ich euch sogar noch einen Gleiter und eine Spitzhacke, die zu dieser besten Kombo passt. Und zwar wäre die Spitzhacke meiner Meinung nach die AC/DC-Hacke, also die passt mit am besten zu dieser Combo. Die konnte man ja bekommen im ersten Battle Pass mit diesem schwarzen Ritter. Hat nicht jeder, aber für die, die es haben, ja, Glückwunsch. Also Leute, diese Hacke schaut mega geil aus. Ich finde auch, diese Hacke passt ja auch zu dem Raben, Raben-Style generell, weil, ja, keine Ahnung, diese Elektro-Dinger passen einfach krass gut zusammen. Deswegen Spitzhacke ist auf jeden Fall die AC/DC-Hacke und der Hängegleiter wäre für mich der am Limit Gleiter und das ist ja ein Teil des Auftragskiller-Sets. Finde ich ganz cool, schaut auch etwas böse aus, sage ich mal. Mich würde es jetzt noch mega interessieren, was eure Lieblingskombination mit dem Vollstrecker-Skin ist. Meine ist, wie gesagt, der Vollstrecker-Skin mit dem eisernen Käfig, AC/DC-Hacke und am Limit-Hängegleiter. Das ist meine Lieblingskombo. Schreibt mal eure, wie gesagt, runter in die Kommentare. Leute, wundert euch auch nicht, wie ich vor der Kamera noch spreche. Es ist vollkommen ungewohnt, jetzt in so eine Kamera reinzureden. Ich hoffe, ich habe es ganz gut hinbekommen. Das würde mich mega interessieren oder was ich noch verbessern kann. Schreibt es auch mal runter in die Kommentare. Über ein Abo würde ich natürlich auch nicht klagen. Und jetzt würde ich einfach sagen, was ist mit dem Video? Haut rein, bis dahin und ciao.